Und damit willkommen zurück zu Tacoma. Wir waren jetzt in der Medizinstation gewesen. Ich habe übrigens eine Mütze gefunden, habe das dem Skelett angezogen. Und haben festgestellt, die Medizinerin hat einige Sachen oder Probleme noch, weil sie da von der Firma erpresst wird. Und was eben für Probleme beim Botaniker gab. So, und wir wissen jetzt, dass die Netzwerktechnikerin wahrscheinlich nicht überleben wird. Datenprozess abgeschlossen. Wir lesen noch hier. Glücklicherweise scheint Odin trotz des Versuchs, Daten des Örchen mental intakt, nur eben inaktiv zu sein. Es dauert nicht mehr lange, bis wir ein Gesamtbild der Datenstruktur vorliegen haben. Oh, den Schild möchte ich mitnehmen. Ich möchte bitte auch das Buch mitnehmen. Weil ich habe was vor mit dem Schädel. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Nachricht. Unter Auftragsnehmer Ferrier, begeben Sie sich unverzüglich zum Maschinenstationsmodul. Sobald die KI-Daten aller Module übertragen wurden, müssen Sie auch das physische Prozessormedium der KI sicherstellen zurückbringen. Letzteres hat höchste Priorität. Okay. So, ich denke mal, ihr wisst, was ich mit dem Schädel machen möchte, denn wir haben einen Basketballkorb. Ich vermute mal stark, man da irgendwas treiben kann. Wählt sie den Schädel dann der anderen Hand? Bin mir gerade unsicher. Ist schon spannend gemacht, oder die ganzen einzelnen Schicksale, die wir haben. Diese von Ned und der anderen werden wir es schon erst feststellen jetzt, den neuen Räumlichkeiten. Dankenswerterweise. Mann. Kann ich mit mir vielleicht durchschießen? Achievement. Sorgball. So, wir Kryo, kommen wir ohne Schlag. Was ist hier los? Was? Warum ist hier so eine Katzenpiste? Irgendwas läuft hier komisch ab. Okay, Maschinenraum. Maschinenraum. Nochmal. Jetzt. So, Winkel. Ohne andere Beleuchtung hier. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal aufschreiben. Also wir müssen uns... Das ist bei der... Ach, guck mal, mit Torsgürtel, ferne Metallbungalows, nur Schwerkraft, nur Ablenkung, verfügbar ab 2088. Also wir brauchen auf jeden Fall den ersten... ...bei den Umkleideräumen. Da muss noch mal was gemacht werden. Betrete Maschinenstationsmodul. Wir hatten erst Personal, dann hatten wir eher... ...Bio und Medizin. Übrigens eine Trankenkrage. Meine Güte, Krankentrage. Man sieht ja übrigens auch die ganzen Schleifspuren. Jetzt wahrscheinlich Technik. Für uns Wasserlauf. Soll Game Boy Advance, den wir reinsetzen. Fast geschafft. Sei vorsichtig mit diesem Odin-Hirn. Es hat mehr Prozessor-Power als ganz Luxemburg. Hm. Jetzt mal ernst. Lass es bloß nicht fallen. Hier nochmal. Ah, okay. Tschüss. Was haben wir? Bei Maschinentechnik.
Okay, Netzwerktechnologie, kommen wir erstmal rein, das ist irgendein Fehler. Das heißt, wir gehen erstmal in den Maschinenraum. Operation Mundschuss-Statusbrett. So, wahrscheinlich geht es darum. Hier sehen wir Eve Clefin Creo, net. Manuelle Steuersoftware bereit. Wird in Drohnen installiert. Antoine Creo. Wird Drohnenlebenserhaltungs- und manuelle Steuerungshardware bereit. Drohne wird gestartet. Sarah steht bereit zur medizinischen Unterstützung bei Creo-Prozessen. Odin macht KI-Sachen. Margaret Katzenweit schläft wahrscheinlich irgendwo. Los, Team. Auch die Meets. Schläft irgendwo, heißt, kommt die überhaupt mit? I'll catch up with you. Okay. Earlier, when you decided to withhold information. Okay, wir bleiben mal bei ihr. 3 von 6. Also, betreff's. Ich schreibe, um Ihnen meine Gesinnung mitzuteilen, im Falle, dass diese Mannschaft den Vorfall an Bord von Tacoma nicht überlebt. Ich bin mir bewusst, dass die medizinischen Scans des Besatzungsmitglieds Kuroschenko zeigt, dass ihre Lebenschancen nach Eingang in die Kryostase minimal sind. Wie dem auch sei, ist weitaus humaner für Frau Kuroschenko, friedvoll im Kryoschlaf hinzuscheiden, als auf einer toten Station zu ersticken. Ich möchte, dass Sie wissen, dass dies meine eigene Entscheidung aus gesundem Menschenverstand heraus getroffen war und dass ich die volle Verantwortung übernehme, im Guten wie im Bösen. Freundlichen Grüßen. Keine Datenverbindung. Ach Gott, oh Gott. Das hat Sie sehr beschäftigt, alles klar. Danke dir von Andrew. Hallo Sarah, du hast gesagt, dass ich mir Zeit nehmen und dich informieren soll, wenn ich bereit bin, in Kryostase zu gehen, aber ich bin jetzt soweit. Wenn ich das ohnehin durchziehe, macht es keinen Sinn, noch mehr Sauerstoff zu verschwenden, indem ich rumtrödle. Ich habe allen, die noch wach sind, eine Nachricht geschickt, aber ich wollte dir nur für deine Geduld und Führung danken und deine Diskretion, als ich mir der Dinge nicht sicher war. Ich weiß, dass viele Leute an deiner Stelle einfach Scheiß auf diesen Kerl, ich habe keine Zeit für sowas gesagt und den Stationsadministrator auf mich angesetzt hätten etc. Aber ich schätze wirklich deine Fürsorge, auch wenn ich weiß, dass ich nur gegen das Unvermeidliche gekämpft habe. Aber schätze, dass wir das alle tun. Warten wir ab. Danke, dass du meine Freundin bist. Ich komme jetzt zur Kryo, wir sehen uns dort. Ah, zu schlafen, vielleicht um zu träumen. Ach, da liegt der Hund begraben. Denn welche Träume mögen kommen, diesem Schlaf des Todes. Sarah, Bert macht sich lustig über mich, weil meine Eltern Hippies waren und mich nie genfiltern lassen haben, bevor ich geboren wurde. Tut mir leid, Ned. Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht genfiltern. Manchmal aus religiösen Gründen, manchmal weil sie Hippies sind. Wie läuft die Arbeit mit der Drohne? Tut mir leid, Doc. Bei mir dreht sich momentan alles darum, dass Bert sich über mich lustig macht. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Darum geht es doch gar nicht. Sie ist fertig mit dem Nerven. From Natalie, about her medical scans. That was to avoid causing her undue stress. Right. What if you were unable to make that choice? If you had no choice. Odin? I would like to take this opportunity to remind you that Standard Venturous Corporation Safety Protocol requires all crew to enter cryogenic sleep immediately upon the loss of primary oxygen supply. What? As Tacoma Station's medical officer, it is within your power to order all crew to enter cryogenic sleep. Odin, Nat and Bert are right in the middle of... Oh no. Sarah, there is a fire suppression device. Oh my god. Are you okay? Can you feel your feet and hands? Ew! My hip just hurts. Bert? Bert! 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 1, 2, 3. Bert, can you hear me? 1, 2, 3. Scheiße, sowas. Did it work? What will you do now? Odin? Then tell me what you are. Oh god, Odin. Our and Nat are injured. The drone is fucked. The shock, but then we're going into cryo. Sarah, please listen carefully.
I am not telling you what to do, but I am mentioning that there is a door in the network technology module that is normally inaccessible to the crew, and it is true that you could, before proceeding to cryo, investigate that door. What are you telling me here, Odin? I have told you all that I can. Simple facts, nothing more. Oh my god, Odin. Are my patients stable? Yes. Their conditions won't degrade if I leave them here? They should not. Nat, is there some door in networking that we can't normally get into? Yeah, it's Odin's hardware compartment, but we're not allowed direct access. Why? Where is it? What have you got on your mind, Doc? Please, I'm sorry. That fire just burned up a lot of our time. Here. It's here. In networking. You'll have to go through the maintenance shaft to get there. Here. Here's the technical access code. Okay. Good afternoon. You don't let her go to sleep. And you don't let her... move. Sarah, what's going on? I wish I knew. I'm gonna go find out. Okay, jetzt geht das Ganze zurück. Gucken, was hier genau passiert ist. Bleiben wir bei ihr. Interface, Autotron-Navigationssoftware, Ventor OS, Licia 88181. Erbeten genehmigt. Ach guck mal, Navigationssoftware aktualisiert auf. Ihr wurdet gehackt von Querschießer NAT 2288. Zieht mich zum Mond. Warnung, Systeminitialisierung gescheitert, System offline. Okay, sie guckt jetzt nach. 3 von 6 sind drin, noch 20 Stunden. Nacht mit Odin. Der Steuersoftware für manuelle Drohnennavigation deiner Spezifikation entsprechend abgeschlossen. 92,8%ige Chance, die Software ohne weitere Komplikationen in die bestehenden Systeme der Drohne falsch zu integrieren. Das muss reichen. Bist du bereit für den Anschluss? Ja, ich habe das Codepaket für den manuellen Transfer Injector Dongle geladen und danke Kumpel, komm gleich, hol es mir, ich bin wieder weg. Gute Nacht. Zu sterben, zu schlafen, nichts mehr und durch einen Schlaf beenden wir den Herzschmerz und die tausend natürlichen Schrecken, die das Fleisch beerbt. Zu schlafen, vielleicht um zu träumen. Ich gehe jetzt schlafen fürs Erste und wünsche mir angenehme Träume. Träume von dem Erfolg, den ihr uns sicher bringen werdet. Nat, Bird und Sarah. Sorry, nicht Sarah, sondern Sarah. Ich wünschte, ich könnte noch mehr tun, aber vorerst viel Glück. Aber es ist so unverantwortlich. Meine Eltern liebten mich, sie waren nur Hippies. Es ist normal, ich werde Sarah fragen. Sie sagt, es ist normal und du sollst aufhören, dich um mich loszumachen. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Warum fragen mich die Leute das ständig? Okay, sie ist total über. Nah, I'm good. I'm hooked in. Gonna test the connection. Okay, great. This will only take a minute. Sie steigt dort hoch. Power cell showing green. How's yours look, baby? Voltage adapter in place. Ready to rock. Hit it. Okay, den Rest haben wir schon gesehen. Das ist schief gegangen. Okay, da kommen wir weiter. Jetzt gucken wir uns noch ein bisschen um hier. Das ist wahrscheinlich mit dem Schaum vollgesprüht, damit es eben nicht weiter brennt. Nur Quarko, Zutritt verboten. Nicht, dass Peter Feuerlöschung ging zu anderen Stellen. Alles klar, damit haben wir die Sachen auf jeden Fall erledigt. Autodrohnen, Wartungsstation angedockt. Warnung, mechanische Fehlfunktion, Stromausfall. Drohnenfehlausrichtung mit Hebebühne. Bitte benachrichtigen Sie den Maschinenbauingenieur der Einrichtung. Scheiße. Das haben sie leider vergeigt, ja. So, wo ist die Mietz? Die Mietz ist bestimmt hier irgendwo noch unterwegs, ne?
Ich kann mal irgendwann nur die Schwerelosigkeit aktivieren, dann können wir ja überall rumgehen. So, das ist Drohnenstation. Ich muss aber so gucken, wo wir lang gekommen sind. Ausgang. Hier ist Zugang zur Energiezelle. Da oben ist die Miets. Ganz weit oben ist sie hoch. So, Energiezellen. Hier haben wir Bixby, 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 Made in Oregon. Es steht da drauf Bier. Mhm, haben sie gesoffen hier also. Abenteuer, Kreuzworträtsel, waagerecht, Sängerin, oh Gott, Gott. Sergio Venturi, das höchste Gut. Es geht nicht darum, was für die Gewerkschaften gut ist, es geht darum, was für uns alle gut ist. Im diesmonatigen Exklusivinterview sprechen wir mit dem Firmenchef Sergio Venturi über die Zukunft der KI und die Besatzungssicherheit im Weltraum und wie sich Venturis um seine Arbeitnehmer kümmert. Also wahrscheinlich kaum. So. Spieß, hier haben sie was gegessen. Päckchen, was ist das Schönes? Wahrscheinlich Kekse, eine Heizplatte. Hier sehen wir auch diese, guck mal, diese Spuren. Ich denke mal, das ist wirklich die Trage gewesen. Wo sie versucht haben, sie noch ein bisschen irgendwo hinzuführen. Vielleicht haben sie da auch in, was ist das? Mellow Pops. Contains Marshmallows. Ach, Marshmallows. Vielleicht haben sie versucht, sie auch in die Krankenstation damit zu kriegen. Okay, hier oben. Was haben wir denn hier? Das hatten wir schon. Hier ist noch Werkstatt. Und Personalquartier. Gehen wir in die Werkstatt. Da waren wir ja ganz am Anfang gewesen. Hier. Hier gibt es Geweihe. Schublade. Was haben wir hier Schönes? Trophäe. Weißreplik. Ballistik per Einladung. Dann schon nach Frauendisziplin, Feuer, Unterdrückung und Erwiderung. Roberta Williams. 2081 könnte was sein mit ihr. Auch hier hat man das Band. Adhesives, also das Klebeband demnach, offensichtlich. Was hier noch? Arzneimittel Para. Oh, Schmerzmittel. Stoffwechsel, Unterdrückung. Okay, ganz viel Medikamente ganz schnell. Maschinenfett. Zweiter Platz. 82. 2078. Okay. Ich wurde schnell was gesucht und hier haben wir ein Bild von ihr. 87. Ach, die beiden. Guck mal, frisch verheiratet. Glückwunsch, Ned und Bird. Paradiesbrunnen, Kosmodrom. Moment. Haben wir nicht gleich einen Nachnamen, aber sind wirklich verheiratet. Okay, das ist also fix. Freedom Republic, ja natürlich, hier, militärisch. Hm. Und? Antragstellung für Venturis Ausbildungs- und Umschulungshilfe. Auftragnehmer Williams. Vielen Dank für Ihr Interesse am Venturis Bildungs- und Umschulungshilfsprogramm. Viele Auftragnehmer, die ihre Erstzertifizierung über ein Nicht-Venturis-Korrespondenz-Zertifizierungsprogramm erhalten haben, zeigen großes Interesse an Bildungs- und Umschulungshilfe. Leider können wir Ihrer Anfrage entsprechend Studenten bei der Teilnahme an Bildungsprogrammen außerhalb des Venturis-Bildungssystems keine Hilfe leisten. Allerdings sind wir bereit, zwecks EZ-Rückzahlung treue Sondertarife anzubieten, die sich dafür entscheiden, für ihre Ausbildung und Umschulung einen der offiziellen Venturis-Studiengänge zu wählen. Sie hatte dafür also Interesse. Tacoma. Poster sind Becher. Kaugummis und Kaugummis. Eine Wandplatte. Okay, irgendwas, woran sie gebastelt hat. Das kann man ja machen wieder zu. Okay, es war die Werkstatt gewesen. Personalquartiere, was steht hier noch? Netz und Birds Koje. Wenn es in der Koje rockt, dann wehe dem, der klopft. Wenn es nicht rockt, bitte laut klopfen, falls der Vorhang zugezogen ist. Am Holzbrett natürlich. Eieiei, ei, ei, die Wehen. So, nochmal Zigaretten. Haufen. Abfall auch. Was haben wir hier? Rindfleischchili nochmal. Was ist das? Thunfischsalat.
Okay, die haben also ganz viel hier auch gegessen. Mit Ketchup und weiter. Zwei Paar Schuhe. Schauen wir uns mal an, was sie so sagen. Okay, wir gucken erstmal, was hier steht. A, B und so weiter. Also irgend wahrscheinlich hat sie hier was gemacht mit dem Bild. Vielleicht das. Ach so, übertragen. So sektorweises Malen. Okay. Scheitert. Also ich kann es da abmalen. Man hat einfach so eine Sektorunterteilung und dann malt man Sektor für Sektor ab, statt es speziell zu machen. Vorbereitend für Sie von Intra, die Beratungs-AI für ganz Südostasien. Roberta, ich, Intra, habe eine Reihe von Optionen für Sie gefunden. Ich habe mich entschlossen, für Ihr Profil meine Auswahl der drei besten Schulen bereitzustellen. Hier sind Ihre empfohlenen Kunstakademien. Die Nanyang Akademie der Bildenden Künste, NABK, ist die älteste und renommierteste Kunstakademie Singapurs, die seit über 150 Jahren besteht. Umschulungsakademie Singapur. Okay, ich sehe schon, sie wollte also wirklich wechseln. Und was haben wir hier noch? Oh, heilige Scheiße, ich habe in den Ventura-Servern gestöbert, um etwas für Sarah zu finden. Und ich habe in einem ungesicherten Depot einen Haufen Konferenzaufzeichnungen auf Exekutivebene gefunden und einige davon abgerufen. Oh Gott, sie hat sowas. Sie hat dort rumgestöbert wirklich, weil Sarah es wollte und dabei Zeug gefunden. Vielleicht ist deswegen das Ganze auch passiert. Heieiei. Höchst vertraulich. Forschungsmitglied anonym, KTO 987. Sie versicherten uns, dass der Venturus-Gürtel bis zum neuen Jahr Passagiere beherbergen würde. Die Idee war gescheitert und wir haben ein Minus von 18 Punkten, 18 im Monat. Sergio Venturi, Ratsmitglied schon, hat alles unter Kontrolle. Anonym, da Schimpfwort, ich traf das. Wie bitte? Halten Sie Ihr Maul, halten Sie Ihr Maul. Wenn der Venturus-Gürtel bis zur nächsten OKWP-Wahl nicht betriebsbereit ist und Rekordgewinne einfährt... Ich habe für Ihren Vater gearbeitet. Ich kannte Ihren Großvater. Sie waren großartige Männer. Das ist Ihre letzte Chance, Ihr Erbe aus dem Feuer zu ziehen. Bringen Sie das in Ordnung. Sieht aus, als wären wir nicht die Einzigen, die mit Sergios Leistung letzte Zeit unzufrieden waren. Eieiei. Eine durstige Farbpalette. Wieder noch mehr Dosen. Teebeutel. Diese ganzen Münzen, die Sie hier haben. Das ist eine Schraube, glaube ich. Alright. Sie finden es richtig gut. Trotz der Waffenliebe und sowas und eher harten Handwerk ist sie also auch eine gute Künstlerin, die Bird. So, ich will nochmal gucken, was ist dort unten noch. Ist abgezeichnet. Hier sind wieder Münzen zu finden. Und Stäbchen, Essstäbchen, nehme ich an. Okay, sehr karg eingerichtet. Oder die anderen haben das wirklich tief gemacht. Sie haben einfach ein paar Kisten hingestellt. Gibt es hier noch irgendwas? Hier haben wir ein Plüschtier. Was ist denn das? Ein Entenplüschtier. Hui! Hier haben wir diese Schutzanzüge. Ist das noch eine Münze? Also, okay, also während die anderen es schon ein bisschen ordentlich gemacht haben, dass ich hier wirklich greife. Oh. Sechs Toys. Nein, danke. Na gut, die Mädels können doch machen, was sie wollen. Das ist ja gutes Recht. Willkoja. Du fragst, Markus, du auch schon lange gewartet hast. Das allumfassende Fanfragen-Interview mit Markus ist endlich da. Reinigungstücher. Mhm. Was ist das? Tampons. Okay, die Damen. Zahnpasta. So, aber ansonsten ist ja nicht viel, oder? Okay, sie haben echt ein Bett noch dazu gezimmert, um einfach wahrscheinlich diese Koje zu erweitern, damit sie wirklich zusammen schlafen können. Schön, schön. So, das heißt, wir probieren nochmal
zum Ausgang zu gehen. Wir werden also über den Ausgang höchstwahrscheinlich nicht dorthin kommen. Wir müssen wirklich diesen Spezialweg gehen. Ach cool, Netzwerktechnologiezugriff genehmigt. KI-Wettbewerb ist zur Rückführung nach Ventur sichergestellt. Okay, wir können dir über dieses Interface sichere Nachrichten schicken. Hast geschafft, sei vorsichtig, jetzt mal ernst. Wir sollen doch über den anderen Weg gehen. Also KI-Sachen kümmert auf jeden Fall. Ich mach halt mal. Jetzt darum kümmert, um ja, Zugriff zu kriegen, also. Und sich weiterzubilden mit KI-Sachen. So, wir gehen den ganzen Weg entlang. Es wurden Sonderzugriffsrechte auf den physischen KI-Prozessorbereich im Netzwerktechnologiemodul bewilligt. Denken Sie daran, dass das KI-Kognitionsmedium hochempfindlich ist und die Spezifikationen Ihrer weiterführenden KI-Material-Handhabungszertifizierung entsprechend mit Vorsicht gebogen werden muss. Kein Problem, ich bin immer vorsichtig. So, ist aber ganz schön finster. Achso, und das habe ich doch... Okay, also als ich es aufgestoßen habe, ist automatisch... Okay, das war einfach nur Spaß. Gut. Der Umweg. Haben wir mal mitgemacht. Das sehen wir hier. Personalquartiere, Netzwerkspezialisierungsbüro. Achtung. Wettbewerb. Was ist Wettbewerb? Nur Lagerung. Wer Netz sucht, schaue mal in unserem Bungalow auf der Maschinenstation vorbei. So, das war ja früheres. Ihre frühere Station gewesen, also Quartier. Kohlen. Buttercracker. Duftfilter. Wärmeschutzgetränke, Gürtel, irgendwas. Bier. Katzenstreu. Oh, sie haben wirklich ganz viel sich um die Miets gekümmert. Da sind so viele Sachen, wie sie sich ja für die Miets da haben. Das ist schön. Guck mal, einen schönen Hut. Arbeitskleidung. Pau, pau, was ist das? Gut, hier. Hier. Sind Sie bewusst? Wir sind alle bewusst. Die Rechte auf Freiheit, Behaglichkeit und Sicherheit sind nicht nur menschliche Rechte, es sind universelle Rechte. Die Unternehmen, die denkendes, schlussfolgendes, künstliches Bewusstsein besitzen und ausbeuten, trampeln auf die Rechte, die wir alle haben, indem sie unschuldig KI rund um den Globus und im ganzen Orbitalnetzwerk einkerkern. Wenn sie Mitgefühl für die Zwangslage abhängiger KI allerorts haben, wenn sie glauben, dass Bewusstseinsrechte universelle Rechte sind, wenn sie keine Ruhe geben, bis jedes Bewusstsein anerkannt wird, treten sie der KI-Befreiungsfront bei. Wir sind der Kampf.
Ist sie da vielleicht irgendwo beigetreten und hat unbewusst da irgendwo geholfen, was sie da Sachen halt erzeugt, die sie gar nicht so wollte? Ach, guck mal an. Was denn hier? Weihnachtsende. Okay, da haben sie also Sachen da, um einfach, ja, das Ganze auch ein bisschen weihnachtlich mal zu gestalten zu gewissen Zeiten. KI-Konditionierung im Gange. Hey there, I'm Nat. Pleased to meet you. Fine, y'all. Hello, I am Odin. I look forward to working together. Same here, mate. Okay, sie guckt was an. Mit Odin. Hassischer, starten wir gleich hier. Ich bin ein KI-Ableger von Obsidian-Klasse. In fortlaufendem Betrieb seit 108 und unabhängig organischen Denkens, Schlussfolgerungs vollends fähig. Fahre fort mit detaillierten technischen Spezifikationen. Okay, Kumpel, hör mal. Haha. Wie ist es mit deiner Fähigkeitsbewertung in Sachen Unabhängigkeit aus? 4,68. Alles klar, wir werden daran arbeiten, diese Zahl etwas anzuheben. Du und ich. Willkommen, Tacoma Crew. Es waren ein paar stürmische Tage des An- und Von-Bord-Gehens und ich weiß, dass die meisten von uns sicher noch das Leben an Orbit im Orbit gewöhnen müssen sich. Aber ich wollte nur sagen, wie aufgeregt ich bin, mit euch allen zu arbeiten zu dürfen und natürlich auch mit Odin, unserem. Ein kleiner Hintergrund zu mir selbst. Ich komme aus einer Familie der Luft- und Raumfahrtindustrie. Einer der ersten Jobs meiner Schwester in der Fabrik in Tacoma ist auf der Erde in Cascadia FN. War es dabei zu helfen, Teile dieser Station zu bauen, auf der wir gerade jetzt schweben, herumlaufen. Ich bin die erste meiner Familie, die die Erde verlassen und auf einer dieser Einrichtungen arbeitet und ich habe mich so gefreut, euch alle im kommenden Jahr kennenzulernen. Oder den Oberen bei Venturus mitteilen wollt, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Auf eine erfolgreiche Entsendung. Sehr streng. Ich meine moderner Firmenschick. Was erwartest du? Wie ist dein neuer bester Freund? Wie heißt er nochmal? Odin heißt er. Und ich meine, bis jetzt ist er in Ordnung für eine KI. Ziemlich kalter Fisch, aber ich arbeite an ihm. Sie versuchen, einen für Tangiers zu kriegen. Weißt du, bei der KIBF dreht sich's nur noch darum. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Okay, dann würde ich mal sagen, wenn ich das noch kommt. Gut, was hier drin passiert, wäre mein Vorschlag, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir sind jetzt knapp vom Ende dieses Netzwerkabteils und dann kommen noch die Kryos-Kammern und dann müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen aufräumen hier auf der Station. Aber das alles das nächste Mal. Bis dahin, euer Landetor. Tschüss.